Wir sind weltweit einer der großen Anbieter für digitale Güter. Da macht es natürlich nur Sinn, Bitcoin als digitale Währung auch einzuführen. Und natürlich ist es von vornherein ein sehr günstiges und attraktives Zahlverfahren für einen Händler, weil es viele Probleme bei internationalen Zahlverfahren einfach bei Bitcoin nicht gibt. Die größte Hürde von Bitcoin für den Massenmarkt ist aus meiner Sicht die User Experience. Es ist einfach noch ein nerdiges Produkt in einer geschlossenen User Group, die sich damit sehr gut auskennt. Aber wenn wir vom Massenmarkt reden, dann muss dann doch Lieschen Müller das auch verstehen. Und da ist der Zugang noch ein bisschen zu kompliziert, als auch die User Experience von den Wallets. Das muss alles noch ein bisschen einfacher werden, aber das ist eigentlich eine Frontend-Tätigkeit, die man früher oder später gelöst bekommt. Die weiteren Pläne mit Bitcoin sind erstmal abwarten und Transaktionen sehen. Es ist erstmal ein Zahlverfahren, wie viele andere auch, und da muss erstmal eine Kundennachfrage kommen. Wir wollen die Transaktionen sehen, und dann können wir über eine tiefere Integration in die Spiele sprechen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist erstmal der erste große Schritt die Integration an sich und die Möglichkeit, dass Kunden weltweit damit bezahlen können. Und wir wollen auch erstmal die Kunden sehen und die Nachfrage der Kunden, bevor wir jetzt über weitere Schritte nachdenken.